Ja, die Ape, die war ein Schrottfahrzeug, ein Unfallfahrzeug von der Chemion, was uns zur Verfügung gestellt wurde, um sie komplett zu restaurieren. Und später kam noch die Idee dazu, dass wir die Elektronik etwas aufrüsten und halt dieser ganze Itemaufbau dazu kommt, wie man hier schön sieht. Das wurde natürlich alles von Auszubildenden gemacht, von verschiedenen Jahrgängen. Fast jede Berufsgruppe war daran beteiligt, also Mechatroniker, IT-Systemelektroniker und so weiter. Die Lederarbeiten im Cockpit wurden von Johnson Controls gemacht, ebenfalls von Lehrlingen. Ja, wir IT-Systemelektroniker haben jetzt den Fernseher gemacht und die ganze Innenausstattung. Es wird noch aufgerüstet, da kommt noch ein Solarpanel drauf. Und Beleuchtung und so weiter. Und es ist auch geplant, dass die ganze Ape ohne externe Stromquelle laufen soll. Der Lack ist ein Speziallack, also der Klarlack, der auf dem Grundlack drauf ist. Der regeneriert sich unter Wärmeeinstrahlung regeneriert sich der Lack. Das heißt, feine Kratzer werden dann automatisch beseitigt, beziehungsweise verschwinden dann langsam. Ein anderer Lack. Also das ist, man merkt das, wenn man da mit der Hand auch drüber geht. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre da noch nicht ganz trocken. Wir haben da auch diverse Musterbeispiele, wo man richtige Kratzer reingemacht hat. Und man merkt, wenn man wenn man das poliert oder wenn es auch in der Sonne war, dann wird er wieder fast wie neu. Also klar, bei starken Kratzern, die bleiben drin, aber so ganz feine, kleine Kratzer, die gehen dann raus. Genau, die kann man rauspolieren, aber also, man muss da nicht großartig polieren. Es reicht schon, wenn man das unter Wärmeeinstrahlung, also unter in der Sonne steht, kann man das verschwinden, die Kratzer von selber. Das ist ein sogenannter Self-Healing-Lack. Ja, genau. Also das ist von Johnson Controls. Die Lederarbeiten haben auch Azubis gemacht. Das war ein großes Projekt bei Johnson Controls. Ja. Also die ganze Innenausstattung wurde in verschiedenen Maßstäben erst angefertigt. Man hatte erst kleine Maßstäbe genommen und dann sich halt die entsprechenden Muster rausgesucht. Und am Ende stand dann halt das fertige Produkt da. Genau, Lenkrad wurde auch von Johnson Controls gemacht. Also auch das Gesteppte hier, ne? Ja, es waren zwei Azubis. Ist das diese eingefärbte, wo drin im Bild, wo so ein ganzes Fell gefärbt wurde? Genau, richtig. Die Da Versuche, ne? wurde eine eigene Kuh für geopfert. Ja. Alles Spezialanfertigung, auch alles Johnson Controls. In der Werkstatt gedreht Nee, der Schaltknopf, der wurde nicht bei uns gemacht, wie gesagt. Das macht auch Johnson Controls. Die sind ja großer Innenausstatter für diverse. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist, dass dieser Stoff, der hier drauf ist, das ist der gleiche Stoff, der in dem Porsche Cayenne verwendet wird. Aber er fühlt sich gut an. Und was sind das für Schuhe? Ja, gute Frage. Also hier stehen die Azubis drauf. Lauflernschuhe. Ja. Oder waren es drei Azubis? Das waren drei Azubis. Ja, und zwei Mädchen. Oder sehen Genau, die? zwei Mädchen, ein Junge Ein Junge, und der genau. Ausbilder ist wer? Der Roger? Der Roger. Okay, gut. Oder sind die für einen Beifahrer, damit ein Teppich nicht schmutzig macht? Ja. Oder? Genau. Ich habe noch eine Calesino, die bin ich jetzt am Umbau auf Luftfederung. Federn habe ich schon raus. Moin. Ja, moin. Und wirklich? Vielleicht Montag fange ich an, die wieder einzubauen. Das ist kein April-Scherz, ne? Oh, ich hab jetzt Am schon. Ist schon Mai. Das ist der Mai-Scherz. Genau. Ja, man das kann die ja erste, dann spielen. Das ist die erste Ape mit Luftfederung. Ja. Schön.
Ja, das waren so LKW-Spiele, die waren aber, das waren so ein Apparat. Ja, ja. Hast du aus einem zwei gemacht? Habe ich aus einem zwei gemacht. Sehr gut. Ja, das ist Apfelsinenhaut. Das ist eine alte Frau. Im Italien, ja, Wasser im Winter bist du. Schlachten wir die auseinander, lackiere ich sie nochmal neu. Das war bekloppen wie Hieke. Ja, man ist schon bekloppt, wenn man so ein Ding hat. Ja, ne? Man muss. Aber ich glaub, ich viel dran gebastelt erstmal, ne? Die fuhr ja kaum. Ne? Musste ich viel schrauben, ich habe teilweise schon lackiert wieder. Jetzt habe ich die Tage habe ich im Motorrad ausgehabt. Vorreiter, ne? Ich bin da jetzt schon 4 Jahre bei. Warst du eigentlich auch mit bei ZDF da, in dem Fernsehgarten da oder sowas? Nee, ne? Ja, ne. Da war ich nicht mit. Wie war denn da eigentlich da gewesen? Auch von dem Forum welche? Ja, ein paar. Ja? Der organisiert hat den Ide da. Also. Ja, ihn habe ich nur gesehen im Fernsehen. Wo war das? WDR oder wo war das? Bei der Vorstellung. Nicht hier. Was ist das denn? Kulli für die Apefahrer. Danke dir. Du bist ja kein Apefahrer. Auch wenn er nur eine Kleinigkeit ist. Aber ich hoffe, ihr seid satt geworden. Kulli? Wie Kugelschläger. Das ist so, als wenn er von mir aus. Ach so, das ist ein geiles Gerät. Ja, ja, ne? Oh, das sieht gut aus. Wollt ihr nicht noch Marschprobieren mitnehmen, hier so 2-3 Brötchen? Ja? Ich habe schon so viel zweite Frühstücke heute gemacht, das reicht. Ja, ja, gerade sie kommen will. Ja, dann lass mal jung. Ja, das sieht gut aus. Ja. Damit sieht gut aus. Bin ich gestern gekürt worden. Ja. Habt ihr die jetzt selbst? Natürlich auch nicht.
Die vorderen drei, der muss noch ein Stückchen vorrollen einfach, ein ganz kleines Stückchen. So wie er eingeschlagen ist. 2,5 cm nach links. So. Und die beiden, auch ein Stückchen vorrollen noch. Okay, und ihren auch noch, der ist gut, ihren auch noch ein Stückchen vorrollen lassen einfach. Okay. So, und jetzt, Achtung, los geht's! Herr Leister, Sie können sich ruhig so ein bisschen anlehnen. Sie, Herr Busbach, Sie sehe ich überhaupt nicht. Genau. Ruhig die Tür offen lassen, die Tür offen lassen und da so anlehnen. Den sehe ich, den sehe ich. Oben drauf! Genau. Ja, so, jeder fühlt sich wohl, ja? Jeder kann mich sehen. Nur so einen Bauch reinziehen. Okay, super, er macht das super. Jetzt gucke ich mal, ob ich das auch super mache hier. Sieht gut aus. Und Achtung. Action. Okay, so bleiben. Und Action. Action. So, und Achtung. Okay, super. Ist was drauf. Ich hab. Herrlich. Dass sie fliegen nicht mehr.